Servus, servus, grüß euch, meine lieben 1000 PS-Zuseher. V-Strom 650 von Suzuki. Und ich bin jetzt damit weit über 1000 Kilometer in Alaska unterwegs gewesen. Über Stock und Stein, wie man so schön sagt. Und ich werde in diesem Video die Frage beantworten, ob es immer eine teure und bestausgestattetste Reise-Enduro braucht, um auf den großen Trip gehen zu können. Dranbleiben! Gleich vorweg muss ich damit beginnen mit dem Hinweis darauf, dass die technischen Daten von mir noch nachgereicht werden oder wenn sie in dem Video nicht mehr von mir rezitiert werden, dann findet ihr sie in der Beschreibung. Ich bin nämlich in Alaska unterwegs und in Alaska hat man sehr viel Land und sehr wenig Internetempfang. Das heißt, ich habe mich nicht mehr schlau machen können über das, was da alles drinnen steckt. Ich hoffe, ihr werdet es mir verzeihen. Interessant ist doch sowieso ja die Frage, wie sich das Ding anfühlt und was es kann und nicht so genau, was drinsteckt, oder? In dem Video beschäftige ich mich ja jetzt auch hauptsächlich mit dem Reisekomfort, also wie sehr sich die Suzuki auf über 1000 Kilometern in den USA, in Alaska geschlagen hat. Und ich würde sagen, ich steige gleich einmal ein mit dem wahrscheinlich schönsten Ding an dem Motorrad. Mit dem Motor steige ich ein. Das ist nämlich ein V2, ein bekannter V2 von Suzuki. Und als wir die Maschinen in Anchorage in Alaska ausgefasst haben, da war ich sehr froh darüber, dass ich die V-Strom zugewiesen bekommen habe. Nicht nur, weil ich diese, die kleine, es ist ja eigentlich die mittlere, soweit ich weiß, nicht nur, weil ich die noch nie gefahren bin, die Tausender, die kenne ich, sondern weil die zweite Wahl vor Ort, das waren kleine GS, aber die ohne Boxermotor. Und diese Maschinen, obwohl sie perfekte Motorräder sind, mehr oder weniger, die fahren mir einfach so gar nicht ins Herz rein. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich auf die Japanerin aufsteigen durfte, um diese unglaubliche Reise zu starten. Der V2 an und für sich, der ist ein, ja, sage ich einmal, sehr braver und unspektakulärer Zeitgenosse, was aber für ihn spricht in einem Reisemotorrad, weil da möchte ich einen Motor, der mir bitte, wenn möglich, nicht auf die Nerven geht. Das tut er hier gar nicht. Der funktioniert im unteren Drehzahlbereich sehr gut und er bringt durchaus auch ein bisschen Freude rein, weil man ihn ein bisschen höher drehen kann und da bekommt man dann auch noch was zurück. Das heißt, dem geht dann nicht so die Luft aus wie manchen Parallel-Zweizylinder-Kollegen. Also das hat mir echt Spaß gemacht. Was mich sehr überrascht hat, weil es ein Suzuki ist, die Gasannahme ist grandios, also wir haben da ja natürlich noch einen Seilzug verbaut, ganz klassisch und da braucht es überhaupt keine Selbstkontrolle, um irgendwie schön ruckfrei Gas zu geben, sondern die lässt sich wunderschön bedienen und auch was das Vibrationsniveau betrifft, die Vibrationen sind fast nicht vorhanden und das, obwohl wir mit ja eigentlich Stollenreifen unterwegs sind bzw. waren, wo ich mir gedacht habe, na, das wird aber auf Asphalt nicht ganz so leibend sein. Es war überhaupt kein Thema. Also das merkt man tatsächlich erst ab 150 Stundenkilometern, merkt man, dass die Front so ein bisschen zum Wackeln, zum Tänzeln anfängt und es liegt aber tatsächlich nur an den Reifen. Aber 150 fahre ich ja eigentlich daheim auch nicht einmal auf der Autobahn, also das ist überhaupt kein Manko, sondern ganz im Gegenteil. Ich hätte mir nie gedacht, dass man mit diesen Reifen so bequem und mühelos auch auf Asphalt unterwegs sein kann. Und dass sich diese Reifen auszahlen, wenn man dann die Straße, die befestigte, verlässt, das durfte ich auch erleben, intensivst erleben. Da ist mir dann aber auch gleich aufgefallen, dass ja, die V-Strom ist schon etwas mehr straßenorientiert, obwohl sie da so schicke Speichenfelgen hat. Die Position stehend ist nämlich nicht ganz so toll, weil der Tank, der ist da im Kniebereich dann zu breit und das heißt, ich berühre nur mit den Knien den Tank, die restliche, die ganze Länge, die kommt nicht mit dem Motorrad in Kontakt, das heißt, das macht es nicht ganz so schön beim Navigieren und auch beim Erspüren, wenn man da nur an zwei Punkten oben dranhängt. Muss aber auch dazu sagen, auf den Wegen, auf denen wir gefahren sind, war es jetzt
technisch überhaupt kein Problem. Also man gewöhnt sich sehr schnell dran. Aber das können andere Hersteller definitiv besser, was diese Position betrifft. Sitzend wiederum kriegt die 650er Vorstrom von mir die volle Punktzahl und darüber hinaus. Also einerseits, die Sitzbank ist genial. Die Form der Sitzbank ist genial. Sie ist nicht zu breit, sie ist nicht zu schmal, sie ist nicht zu hart, sie ist nicht zu weich. Ich sitze auch, also auf der Straße sitzend, sitze ich extrem gut oben. Habe da auch nach 10 Stunden und mehr überhaupt keine Beschwerden. Und was auch schön ist, wie ich gesagt habe, sie ist nicht zu breit, sie ist nicht zu schmal. Ich habe nämlich auf den breiten Sitzbänken, so à la Boxer GS, manchmal das Problem, dass es mir hier das Blut abschnürt im Schenkel und ich dann mit der Zeit tatsächlich Krämpfe bekomme. Ja, in meinem Alter, traurig aber wahr. Und das hier nicht der Fall, sondern wirklich, was die Ergonomie betrifft, die Sitzergonomie, ein ganz ein großartiger Wurf von Suzuki. Das ist für mich mit 1,84 und 75 Kilo absolut perfekt. Auch das Fahrwerk bietet auf der Langstrecke wesentlich mehr Komfort, als was ich gedacht habe. Es mag schon sein, dass es dann vielleicht zu komfortabel wird, wenn man es ein bisschen forscher angeht, aber das haben wir hier in Alaska, nachdem die engsten Kurven so breit sind wie bei uns die Kurven auf der Autobahn, haben wir natürlich das Fahrwerk auf der Straße nicht an seine Grenzen gebracht. Im Gelände hingegen, da haben wir es sehr wohl an seine Grenzen gebracht. Das schlägt auch bei meinem Gewicht von 75 Kilo relativ schnell durch. Liegt wohl an der Länge der Federwege, die nicht ganz so lang sind, beziehungsweise vielleicht auch an der Güte der verbauten Teile. Aber ich muss auch dazu sagen, dass das jetzt in irgendeiner Art und Weise problematisch geworden wäre, dieses Durchschlagen, oder gar unkontrollierbar. Nein, überhaupt nicht. Also es hat auch auf ziemlich rauen Pisten immer noch gut genug für mich funktioniert und ich kann mich wiederholen, mit meinem Gewicht ist das eine ziemlich, ziemlich gute Lösung, so wie das dasteht. Was mir auch ein bisschen das Schaudern ins Gesicht gezaubert hat, das ist die Performance der Bremse. Ich weiß nicht genau, was da los ist, ob es an der Maschine liegt, weil die vielleicht schon über 60.000 Leihkilometer oben hat. Jedenfalls der erste Moment des Reinzangelns mit einem Finger, wie ich es immer mache, das war ein bisschen ein... weil nicht viel kommt. Also ich musste immer mit zwei Fingern bremsen und selbst mit zwei Fingern muss ich massivst am Hebel ziehen, dass ich da überhaupt diese Stopping Power zusammenbekomme, die ich gern hätte. Nicht mein Geschmack. Vielleicht kann man, wenn man da Stahlflex nachrüstet und andere Belege verwendet, noch was verbessern. Sagen wir mal, nett ausgedrückt, es ist eine sehr gute Offroad-Bremse, weil sie sowas von gar nicht scharf ist. Also man kann das ja auch positiv sehen. Das Getriebe, also die Maschine, wie gesagt, die hat über 60.000 Kilometer drauf, ist von einem Mieter in die Hände des nächsten Mieters gereicht worden. Also hat sie sicherlich kein besonders leichtes Leben. Und das Getriebe von dem Motorrad, also wie ich da losgefahren bin und zum ersten Mal die Gänge geschaltet habe, das fühlt sich so an, als ob es frisch vom Tausender-Service aus der Werkstatt kommen würde. Unglaublich, wie präzise dieses Getriebe sich schalten lässt. Ich habe da kein einziges Mal einen falschen Neutralen erwischt. Ich habe da kein einziges Mal Probleme gehabt, trotz meiner Schaltfaulheit und trotz meiner manchmal etwas laschen Bewegungen mit dem Fuß, bin ich nie zwischen den Gängen hängen geblieben. Also da muss ich wirklich sagen, Suzuki... ganz, ganz großes Getriebekino. Hinsichtlich Reisekomfort ist sicherlich auch noch wichtig der Windschutz. Der Windschutz an sich sehr gut, also der Oberkörper wird komplett entlastet. Allerdings für mich mit 1,84 bei dem Windschild trifft mich der Fahrtwind dann ganz, ganz genau am Helm und da kommt es dann zu leichten Verwirbelungen, was auf Dauer ein bisschen unangenehm ist, wobei ich muss dazu sagen, auch daran gewöhnt man sich sehr schnell nach ein bis zwei Tagen. Aber woran man sich nicht gewöhnt und womit man sich auf Dauer auch ruiniert, das ist der Fahrtwind. Es ist unglaublich laut unterm Helm auf dem Motorrad. Gibt es aber eine glücklicherweise relativ günstige Tuning-Maßnahme. Für 1,50 Euro habe ich mir 10 Paar Europarks gekauft. Ich fahre eigentlich eh immer mit Europarks und damit ist die Lautstärke dann auch komplett wurscht. Phil! Do we want to answer a question about the V-Strom? So, ich habe jetzt glücklicherweise, ist er gerade vorbeigelaufen, oder sagen wir mal Pech für ihn, den Phil bei mir, den MotoQuest Oberboss, und ich werde ihn jetzt einfach ganz kurz zu seinen Langzeiterfahrungen mit der V-Strom befragen. Phil, how are you doing? Excellent, excellent. Having fun in Alaska with a bunch of really adventuresome moto travelers. Mm, yeah.
I don't know if you, I think you were lying a little bit back there, but no, sorry. I'm talking about the V-Strom. And I'm trying to talk about its capabilities when it comes to traveling. So one key question, which I can't really answer, what about the durability? How often does this thing get broken? If so, does it have any weak points? Or tell me about it. Okay. Well, to put it in context, we deal with a lot of different adventure models. We have been for 20 years. So we've been using the Honda Africa Twin, the BMW GS series, the Kawasaki KLR, and now we use the Suzuki DL650 as our base motorcycle. And in Alaska, half of the highway system is dirt. And so if you imagine, you have to have a bike capable to ride on dirt surface. And we choose this bike because it is very capable. It's not a dirt bike per se, and it doesn't have the suspension travel or the wheelbase to support off-road travel primarily. However, it does great on the dirt surfaces. This is the type of motorcycle with the dependability and the price point that everyone should be riding. It's easy to work on. The engine's been around since the 80s. It's bulletproof. The only you know, you have to change it a bit when you buy it brand new. You have to get a skid plate and protect the oil filter. Yep. But other than that, our techs love to work on it. It's easy, dependable. Parts are inexpensive. What's there not to like about it? The downfall is when you get in the off-road situation, it's not a dirt bike. It will ride rough roads, as you saw yesterday. And it's capable of going a lot of places, but it's truly not a dirt bike, but it still it manages even goat trails like we did yesterday. That sounds just about what I wanted to say. So thanks for that. One more question. The riding season here in Alaska is rather short, but MotoQuest is kind of big. What other countries do you serve? Yeah, we have the shortest rental season in the world. I think Iceland has about the same short 12-week window. So when the snow starts to come in September, the motorcycles head south, and we have a couple other shops on the West Coast in Portland, Oregon, and down in Long Beach. And then all through the winter, you can rent a MotoQuest bike and have it insured and ready to go down to Baja, Mexico. Yeah. So these bikes stay with us for about 2 or 3 years, and they ride everywhere from Cabo all the way to Prudhoe Bay and back again. Imagine the life of one of these motorcycles with us. And then besides the rental fleet, we offer guided tours in 20 different countries all year long. That's pretty amazing. And yeah, maybe we will see each other again in some other country, I don't know. But or not, I don't know. If it's early in the week. Yeah. All right, Phil. Thank you so much. No the problem. Viewers will appreciate that. Really thank glad you. You're up here experiencing yes, a yes. Lot. Thanks. Oh, yeah. Thanks for guiding. You bet. Let's go riding tomorrow. Ja, das war jetzt ein glücklicher Zufall, dass der Phil da vorbeimarschiert ist. Ihr habt es gehört oder auch nicht. Ich kann das jetzt noch mal kurz wiederholen. Die 650er V-Strom, die ist mehr oder weniger unzerstörbar. Er hat selber gesagt, es ist jetzt kein Dirtbike per se. Also es ist nicht für einen Geländeeinsatz gemacht, aber es macht es trotzdem mit, ohne Probleme. Wir hatten dann ja auch noch hinten da die Heckbügel drauf, wo wir unser Drybag von SWMotec ganz, ganz einfach und unkompliziert befestigen konnten. Und dann in dieser Konfiguration hat man ein unglaublich solides Bike. Er hat uns auch erzählt, dass seine Mechaniker dieses Motorrad lieben, weil es so einfach zu warten ist und prinzipiell relativ fehlerunanfällig. Sprich, ich glaube, wenn ihr wollt, könnt ihr damit um die Welt fahren und das vielleicht sogar besser, weil sich die Elektronik ein wenig in Grenzen hält. Elektronik ist zwar nicht viel drinnen, was wir aber sehr wohl verbaut haben, ist eine Traktionskontrolle, die man zweistufig verstellen kann und glücklicherweise auch deaktivieren, was im Geländeeinsatz relativ praktisch ist. Das ABS leider lässt sich nicht so leicht deaktivieren, was im Gelände wiederum nicht ganz so praktisch ist. Aber ansonsten noch zur Traktionskontrolle, nachdem wir sie Offroad deaktiviert hatten und dann auf der Straße
da sind wir nicht so gefahren, dass wir sie jemals gebraucht hätten, beziehungsweise ganz ehrlich, bei der Leistung der Traktionskontrolle. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist oder wie notwendig. Ich weiß aber, dass diese Suzuki-Traktionskontrollen dann relativ unsanft eingreifen. Ist jetzt nicht so wirklich die fortschrittlichste Elektronik, aber bei dem Preis, hallo. Alles andere wäre auch ein bisschen seltsam. Ich werde es noch herausfinden und dann auch eine Beschreibung packen zum Thema Spritverbrauch, kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe nicht drauf geschaut, ich kenne mich ja auch mit diesen Gallonen zu Litern nicht aus und konnte aufgrund von mangelnden Internetempfangs auch leider nichts googeln. Ich weiß nur, dass der Sprit in Alaska sehr billig ist, das war sehr erfreulich. Aber ansonsten hinsichtlich Reisetauglichkeit der V-Strom, ich glaube, das Video hat jetzt eh alles gesagt, was ihr diesbezüglich wissen müsst. Um die Frage, die ich zu Beginn meines Videos gestellt habe, jetzt noch zu beantworten, ob es immer diese best ausgestatteten und richtig teuren Reiseenduros braucht, um schön gediegen auf Tour gehen zu können. Die Antwort steht da, nein, es braucht sie nicht. Mit leichten Modifikationen, der Ölwannenschutz, die Sturzbügel, ja, vielleicht kann man da irgendwie auch noch einen Hauptständer nachrüsten, ich weiß nicht, das wäre natürlich auch ganz praktisch, egal. Ich persönlich bräuchte dann auch noch ein bisschen eine Modifikation am Windschild. Wahrscheinlich ein kleiner Diffusor würde da schon reichen. Aber dann habt ihr da ein Motorrad stehen, mit dem ich sehr, sehr glücklich, sehr, 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 sehr lange fahren kann. Und ich schätze mal, das könnt ihr auch. Ich stehe euch jetzt so gut wie möglich noch in den Kommentaren zur Verfügung. Also könnt ihr gerne Fragen stellen, die ihr habt zum Motorrad oder auch zu meiner wunderbaren Reise in Alaska. Zum Equipment im Sinne von, was ich trage, braucht ihr keine Fragen mehr stellen. Das ist nämlich von X. Montevideo ST habe ich mir gegönnt und da habe ich keine Kritik zu äußern. Das hat mich vor Staub und Schlamm und Regen bestens bewahrt. Top, meine alten Daytona-Stiefel, die sind sowieso unschlagbar. Die ziehe ich sowieso nie wieder aus und tausche sie nicht mehr ein. Gut, das war's. Thank you very much for your attention. Ich verabschiede mich jetzt und würde euch noch bitten, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, was kostenlos ist, bitte, wohlgemerkt, dann macht's das doch auch, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns oder vielleicht auch von mir, wenn ich mal wieder ran darf. Macht's das gut, pfiat euch, servus, goodbye.